Die Schlossinsel Miro war bis 1918 eine der Residenzen der Herzöge und Großherzöge von Mecklenburg-Strelitz. Sie liegt am Rand des Miroer Sees und wird zur Stadt von einem Graben begrenzt. Den einzigen Zugang bildet das Torhaus aus dem 16. Jahrhundert. Bereits im 13. Jahrhundert gab es auf der Schlossinsel eine Komturei des Johanniterordens der Heermeister von Sonnenburg. Auf sie geht die heutige Johanniterkirche zurück. Nach dem verheerenden Brand von 1742 auf der Insel wurde die Kirche barock wieder aufgebaut. 1945 brannte sie durch deutschen Beschuss erneut aus. Nach dem Krieg wurde die Kirche in vereinfachter Form wieder aufgebaut. An der Kirchennordseite befindet sich mit der sogenannten Fürstengruft die Grablege des Hauses Mecklenburg-Strelitz. 22 Prunksärge, darunter der des ersten Großherzogs, können geschützt besichtigt werden. Die anderen Räume der Gruft sind nicht zugänglich. Zum Schlossensemble auf der Insel gehört neben dem Residenzschloss auch das ehemalige, ab 1756 als Wirtschaftsgebäude erbaute Kavalierhaus. Es wird heute als Dreiköniginnenpalais für die Ausstellung über die drei Prinzessinnen des Hauses Mecklenburg-Strelitz genutzt, die durch Heirat Königinnen wurden. Es handelt sich dabei um Königin Luise von Preußen, Königin Friederike von Hannover und Königin Sophie Charlotte von Großbritannien und Hannover. Das auch Oberes Schloss genannte Residenzschloss wurde ab 1749 auf den Resten des 1742 abgebrannten Vorgängerbaus errichtet. Als Residenz der Herzöge von Mecklenburg-Strelitz diente Miro nur bis 1761. Das Schloss wurde danach nur noch gelegentlich von der herzoglichen, seit 1815 großherzoglichen Familie bewohnt. Die DDR nutzte das Schloss als Alten- und Pflegeheim. Nach der Wiedervereinigung wurde das Schloss bis 2014 aufwendig saniert und restauriert und kann seither besichtigt werden. Vor dem Nordufer der Schlossinsel, mit dieser durch eine Brücke verbunden, liegt die kleine Liebesinsel. Auf eigenen Wunsch wurde auf ihr der letzte Großherzog von Mecklenburg-Strelitz beigesetzt.
Der 1882 geborene Adolf Friedrich VI., einer der begehrtesten adligen Junggesellen seiner Zeit, war seit 1914 Großherzog von Mecklenburg-Strelitz. Am 24. Februar 1918 fand man den 35-jährigen Großherzog mit einer Schussverletzung in der Brust nahe der Hauptstadt Neustrelitz tot auf. Die genauen Umstände seines Todes konnten nie geklärt werden. Die Waffe wurde nicht gefunden und so wird bis heute über Selbstmord oder Mord spekuliert. Das von Adolf Friedrich selbst entworfene Grabmal trägt als Inschrift den Namen und die Lebensdaten sowie den Spruch »Gott ist die Liebe«. Das ab 1766 erbaute untere Schloss in der Stadt, nahe der Schlossinsel, diente von 1820 bis 2006 als Lehrerseminar und Schule. Das seither leerstehende Gebäude wurde zum Immobilienspekulationsobjekt. 2019 regte der Miroer Bürgermeister an, das untere Schloss zum nationalen Kulturerbe zu erklären.